Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Heavensward. Wir sind in einem bralatischen Wolkenmeer, ja. Und wir sind bei den Wanuwanu, bei Lonowanu. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht, oder? Wolkengott ist rasend wie Sturm, der tobt in enger Schlucht. Na, Wanui, müssen mit Häuptling reden. Ja, hier rede ich halt mit dem Häuptling, alles gut. Häuptling von Sindhu, diese Nawanui haben Lonu'u gerettet, befreit von böse schwarze Steinhäute. Gerettet? Dann sollen Wanui uns willkommen sein, wie erste Knospe im Frühling. Großer Häuptling von Ogozundu, ihr seid Oberhaupt eines tapferen Volkes. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Mein Name ist Alfino. Wir sind mit einem fliegenden Schiff ins Wolkenmeer gekommen, weil wir jemanden verfolgen, der böse Absichten hegt. Böse Absichten, Nawanui? Muss schon etwas genauer sprechen. Meint ihr die schwarzen Steinhäute? Nein, die Galliar sind zwar auch unsere Feinde, aber diesmal sind wir wegen jemand anderem hier. Wir verfolgen einen alten, weißgewandten Mann mit einem langen Bart und einem Stab und einige Ritter in weißer Rüstung. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Oh, weiße Steinhäute. Lonu hat diese Leute gesehen. Wirklich? Wo? Sonu hat sie auch gesehen. So wahr die Sonne scheint. Viele Sonu haben sie gesehen. Wenn Lonu zurückdenkt, kocht vor Wut wie Wassertropfen auf glühende Stein. Weiße Nawanui wollten Schlüssel zu Azizla von Wanuo finden. Na also, endlich mal ein brauchbarer Hinweis. Aber Azizla ist verbotene Insel. Legenden von Wanuo sprechen nicht viele Worte davon. Wer wagt sich dorthin, muss vergehen mit Tränen wie hilfloser Schnee in Mittagssonne. Doch Nawanui machen ihr Herz nicht schwer. Niemand kann jenen furchtbaren Ort erreichen, denn Schlüssel ist nicht mehr da. Insel, wo Wundue ihn versteckten, ist sicher in Wolkengott Bauch verschlungen. Die ganze Insel hat er gefressen? Hatte Bismarck da gute Instinkte? Auf jeden Fall hat er uns damit gute Dienste geleistet. Es ist, wie Lonu'e sagt. Wundue sind ein kleiner Stamm, doch wollen sie große Macht. Deswegen haben Wundue gerufen Wolkengott und erobert anderen Wanu-Dörfer wie gieriger Feuerbrand. Und nun Wolkengott greift nach Inselseelen für große Kraft, bedrückt unser Herz, doch hat auch gute Seite. Niemand kann Schlüssel nehmen von schrecklichem Gott. Na, so sicher wäre ich mit dir aber nicht. Himmelsgiganten erledigt. Na, Alfino? Weises Kind, nun Wolkengott. Nun wissen wir also, dass der Papst hierher geflogen ist, um den Schlüssel zu Azizla zu finden. Wenn wir den Schlüssel vor ihm in die Hände bekommen, ist ihm der Weg versperrt. Das Problem ist nur, dass wir ihn Bismarck abbringen müssen. Zuerst müssen wir mehr über ihn Erfahrung bringen. Wir wissen so gut wie nichts über ihn. Fragen wir am besten die Dorfbewohner und tauschen uns dann aus. Naja, ich frag mal ein paar Dorfbewohner. Wo seid ihr denn? Dorfies! Moment, da war schon Dorfbewohner. Lonu soll über den Wolkengott erzählen, aber Nawanui sollen besser mit Kanuvalio sprechen. Er ist Fabelsänger von Sundu, kennt alle Legenden, wie Mond kennt seine Bahn. Aber Nawanui müssen sehr, sehr höflich sein. Kanuvalio denkt richtiges Sprechen.
Richtiges Gehen, richtiges Verbeugen ist so wichtig wie Wasser für grünes, saftiges Moos. Aha. Das heißt, ich muss mich verbeugen. Naja, okay. Von mir aus. Dann beugen wir uns halt. Wo ist denn der? Irgendwo dahin. Warum spiele ich das Spiel eigentlich immer bei Nacht? Kann mal Tag werden? Echt finster hier. Na, Kunowali? Moment, ich muss erst das Emote suchen, Kuno. Emoten. Verbeugen. Una Wanui wissen, wie man richtig grüßt. Ja, zuerst braucht man Verbeugung, damit Worte fließen in freundliche Bahn. Kunowali O, Fabelsänger von Sundu, kann euch viel über Wolkengott erzählen. Vor langer Zeit war noch kein Wolken mehr. Leer war hoher Himmel, leer wie tiefdunkler See. Wie mondlose Nacht, nur im Meer schwammen Fische in großem Schwarm. An einem Tag aber gebaren sie seltsames weißes Kind. Meerfische waren schwarz, weißes Kind war weiß. Die Meerfische hassten das Kind, sie nahmen ihm Frohsinn und nahmen ihm Leben. Im Himmel sahen die Götter schreckliche Tat und weinten Tränen, groß und schwer. Und so hoben armes weiße Kind zu sich zu Wolken hoch. Die Götter gaben neues Leben und weißes Kind begann zu atmen, weiche, weiße Wolkenluft. So machte es ein zartes, sanftes Meer aus quellenden, blühenden, wunderbaren Wolken, wo Friede ist und blütenweiße Wolkenfedern fein die Seele heilen. Weißes Kind nun Wolkengott war herzensgut und hob auch andere empor. Die litten, für Volk, das kann nicht fliegen, er riss auch Erde für sie mit, damit sie auf den Inseln stehen können wie Baum, mit starker Wurzel. So kamen Wanoe in Wolkenmeer vor langer Zeit. Wundoe haben nun gerufen, Wolkengott, aber er ist ganz anders als Legende spricht. Er ist ja auch ein Prime und kein Gott. Alfino, ich hab was erfahren. Ich will aber nicht so gute Geschichten erzählen wie der da. In der Legende ist Bismarck also ein guter Gott, der das Wolkenmeer frei von Krieg und Streit geschaffen hat. Tja, und dieser so gute Gott verschlingt nun das halbe Wolkenmeer, das er geschaffen hat, mitsamt seinen Bewohnern. Verrückte Geschichte, aber weiterhelfen wird sie uns auch nicht. Hast du etwas herausgefunden, Alfino? Nein, ich musste mir weitschweifige Erklärungen anhören, wie und was und wo die Wanu im Wolkenmeer angeln. Techniken, Angelstellen, Köder. Aber wir sind wohl kaum zum Fischen hergekommen. Fischen? Aber ja, Alfino, doch, wir gehen fischen. Wir haben doch vorhin beobachtet, wie Bismarck Inseln verschlingt, um sich mit ihren Äther zu heilen. Aber die galeischen Kanonen haben ihn arg zugerichtet, er wird noch mehr brauchen. Wir suchen uns also eine passende Insel als Köder aus und hängen die Enterprise daran. Fertig ist die Angelrute. Wenn wir noch ein Drachenabwehrgeschoss auf die Insel setzen, ist die Falle bereit. Sobald Bismarck nahe genug ist, schießen wir eine Harpune auf ihn ab, ziehen uns heran und schon sind wir in Angriffsdistanz. Wenn wir ihn direkt an einer Schwachstelle treffen, könnten wir selbst einen Riesen wie Bismarck besiegen. Aber es ist riskant, äußerst riskant. Warum schauen Sie mich wieder mal an? Immer bin ich der Arme. Ganz nach unserem Geschmack also. Viele Alternativen haben wir sowieso nicht. Historia, diesmal sitzen wir buchstäblich im selben Boot. Ich werde die Operation Fischauge selbst in die Hand nehmen. Jemand anderes kann ich bei so einem Manöver nicht ans Steuer lassen. In Ordnung, wenn ihr euer Leben aufs Spiel setzt, komme ich ebenfalls mit.
Na eben, ich sag doch, der Plan ist gut. Ich bereite dann mal eine Harpune vor. Sucht ihr uns inzwischen eine passende Insel aus? Weißes Kind, nun Wolkengott. Erledigt. Darf man Insel suchen gehen, geil? Die darf nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu fett. Himmlischer Köder. Ich bin nicht völlig überzeugt von Sitzplan, aber wir haben keine andere Wahl. Lass uns eine geeignete Insel suchen, um Bismarck anzulocken. Wir müssen zuerst den Häuptling der Zundo um Erlaubnis fragen, schließlich gehören die Insel seinem Volk. Aber da sie offensichtlich gegen die Beschwörung Bismarcks waren, haben wir gute Aussichten, dass sie uns helfen. Ah ja, das wird schon hinhauen. Na, gleich zum Gott. Zum Häuptling. Für ihn ist er wie ein Gott, wahrscheinlich. Juhu! Sonuwanu! Wolkengott wütend wie rasender Nordwind. Die Wundoe haben große Dummheit begangen. Großer Sonuwanu, bitte lass uns versuchen, den zornigen Wolkengott aufzuhalten. Wir haben gehört, dass er das Wolkenmeer vor langer Zeit als einen Ort ohne Kampf und Streit erschaffen hat. Und er es war, der die zahllosen Inseln hierher emporgehoben hat. Doch nun ist er durch die Wundu zu einem bösen Gott geworden. Wir werden euch von ihm befreien, großer Häuptling, aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen ihn mit einer Insel anlocken, an die unser fliegendes Schiff gebunden ist, und ihn dann niederstrecken. Könnt ihr uns vielleicht eine eurer Inseln überlassen? Sonu ist verblüfft wie nach Blitz im blauen Himmel. Navanoe können so etwas tun? Dann werden Zundo helfen, wie Farmer Frühlingswind sanft Vogelschwingen hebt. Navanoe können eine Insel haben, Zundo werden zeigen, welche. Vielen Dank, großer Häuptling. Historia, überbring Set gleich die gute Nachricht. Ich sehe mir die Insel an und komme in einen Augenblick nach. Ja, ja, geh mir Insel angucken. Da ist ja schon City. Lucia hat uns eine Ballista zur Verfügung gestellt. Außerdem habe ich einen Magedeck-Feldgenerator an Bord gebracht. Nur zur Sicherheit. Wir verbinden die Enterprise mit einer Kette der Himmelstahl-Werkstätte, die wir auf der Insel verankern. Sie war ursprünglich zum Fesseln von Drachen gedacht. Ziemlich stabil also. Fällt nur noch die Insel. Wie sieht's an dieser Front aus? Alles geregelt. Häuptling Sonu hat uns eine Insel zur Verfügung gestellt. Dann lasst uns mal loslegen, Alfino. Ich nehme an, du weißt, wo unsere Insel ist, ja? Historia, sag Wedge Bescheid, sobald du bereit zu neuen Taten bist. Ja, bereit schon. Mal schauen. Fertig? Vertrau mir, ich kenne dieses Schiff wie meine Hosentasche. Alfino und ich sind klein. Wir hocken uns in den Maschinenraum und kümmern uns darum, dass die Kette ordentlich von der Winde gewickelt wird. Bei dir alles klar? Ja. Dann auf zu unserem schwebenden Köder. Alle Mann an Bord. Götterdämmerung Bismarck, nun zugänglich. So, da hat's doch geklappt. Götterdämmerung Bismarck. Ist die Frage, ob die Gruppe das auch hinkriegt. Aber ich habe zumindest mal eine Gruppe. Musste nicht auf den großen hochleveln. Oder umlocken, besser gesagt. Also wir hoffen mal, dass sie besser sind als die in Ravenna. Wenn man vorrennt, triggert man Bismarck, dann beginnt's. Es kommen immer Ads links und Ads rechts. Ein Tank nimmt normal immer die rechten und einer nimmt immer die linken. Na, wo sind sie denn da? Wenn man sie zusammenzieht, kann logischerweise die Leute AOEs machen. Denn es ist immer ein Caster dabei und immer ein Nahkämpfer, also eine Melee. Somit kann man den Melee immer zum Caster ziehen, logischerweise. Aus den AOE-Flecken sollte der rausrennen. Das ist der alte Leiern, das sollte eh klar sein schon. Ihr müsst aber aufpassen, die Melees können stunnen und dann so einen kleinen Knockback
So, die Harpunen, sie schießen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, die haben hier das Schild aktiviert. Also wenn Bismarck so einen komischen Ausfallfluch macht, müsste das Schild aktivieren, sonst kassiert die Insel mehr Schaden. Aber normalerweise kassiert Bismarck so viel Schaden und geht so schnell down, dass die Insel gar nichts kassiert. Also nicht darauf geht. Ihr müsst drüber springen. Wenn ihr nicht drüber springt, macht ihr keinen Schaden. Also ihr könnt zwar von da ganz hinten schießen, würdet aber keinen Schaden machen, was echt doof ist. Und leider Gottes passiert es recht häufig. Darum bin ich schon mal verblüfft, dass keiner drüben steht. Er zittert. Ihr könnt oben bleiben. Also er kickt euch einfach runter. Oh, wir haben einen Downback, aber sehr schön. Also den Brustpanzer haben wir Downback. Und jetzt kommen die ersten. Da kommt eine grüne Schlange und eine blaue Schlange. Die müsst ihr auseinander tanken. Von dem Wirbelsturm müsst ihr weggehen, sonst werdet ihr hochgeschleudert. Nicht unbedingt in die Gruppe schauen mit dem Netz, weil ich glaube, einer von denen kann sogar eine leichte AOE. Wenn ihr zu lange braucht bei den Viechern, also bei den zwei Schlangen, die Schlangen zu töten, dann wird Bismarck uns irgendwann alle töten. Dauert aber relativ lange, also sollte sich mal ohne größere Probleme ausgehen. Spannend finde ich, wieder die Gruppen haben sich wieder schön aufgeteilt. Die eine Gruppe macht den da und die andere Gruppe macht den da. Und die sind ziemlich gleich auf. So. Jetzt erscheint da vorne gleich Bismarck und spuckt uns an. Einfach die Heiler müssen heilen. Und jetzt erscheinen danach gleich wieder Ads. Diesmal erscheinen drei Ads. Da kommt es auch mit dem Stun und Knockback, werdet ihr gleich sehen. Jetzt ist er halt auf der anderen Seite der Mähle, wie ihr seht. Okay, unser anderer Tank hat keine Lust, den herzuziehen. Das ist halt das, was auch heute folgt. Jetzt sind wir gestunt und dann seht ihr, jetzt kriegen wir gleich von dem Knockback. Wenn das halt blöd passiert und ihr steht halt zu dem Zeitpunkt am Rand, wo ihr gestunt wäre, dann fällt ihr halt runter. Und wenn ihr runterfallt, seid ihr zu 100% tot. Ihr könnt nicht wiederbelebt werden. Beim Wettermanipulation müsst ihr auch Acht geben, da macht ihr verschiedene Wetter, wie Blitz, Wind und Regen. Wind ist das Blödste, bei Wind kommt ein Knockback auf, der was euch runterwerfen kann. Blitz ist einfach nur, die Kugeln machen AOE-Schaden und bei Regen ist halt einfach so. Das war Blitz, wie ihr seht. So, Harpune abgefeuert. Jetzt müssen wir da alle rüber und jetzt haben wir vorher eine Stelle aufgedeckt, das haben wir den Panzer von Bismarck vernichtet und jetzt ist dort oben sein Kern und den Kern müssen wir jetzt wegkaufen. Ja, ich muss sagen, die Gruppe ist gar nicht so schlecht. Also auf alle Fälle 100.000 mal besser als die von Ravenna. Ravenna war ja richtig mies. Ja, und da ist Bismarck down. Das war's schon. Ah, war echt easy. Hi. Und da ist der Schlüssel. Der weiß nicht, wie ein Schlüssel ausschaut, aber es ist ein Schlüssel. Ah. Wir haben endlich wieder stärker.
Yes. Yeah, zu 4/6 sind wir jetzt wieder ein Krieger des Lichts. Oder in dem Sinne eine Kriegerin, aber ihr wisst es ja. Noch nicht ganz. Haut noch nicht ganz hin. Dunkel naht. Nie gekannt. Bist du die Wiedererlangen, ihr einst schenkte? Hat leider nicht so gut funktioniert. Die Verbindung war noch zu schwach. Sie hat Bismarck besiegt. Wie viele Gottheiten hast du schon niedergestreckt, Lichtkriegerin? Du hast dich längst aus der Schar der Sterblichen erhoben. Hat sie, was wir suchen, o Botin des Himmels? Das ist er, der Schlüssel zur Wunderkammer des Allagischen Reiches. Ein Teil der Kraft Heidelins scheint in dich zurückgekehrt zu sein, aber das wird dir leider nicht genügen. Ich danke euch für eure Hilfe, Botin des Himmels. Und auch der Lichtkriegerin gebührt unser aufrichtigster Dank. Sie hat uns den Kampf gegen Bismarck abgenommen. Es ist soweit. Nun wird sich mir der Pfad in den Himmel eröffnen. Endlich wird die tausendjährige Verfehlung berichtigt. Mit unseren eigenen Händen werden wir den Lauf der Geschichte lenken. Oh.
Es tut mir leid, Historia. Ich hätte schneller reagieren müssen. Ich hätte ahnen müssen, dass das geschehen würde. Wedge und ich waren so mit der Winde und dem Erdseinantrieb beschäftigt, dass ich nichts von dem bemerkte, was da draußen vor sich ging. Ich weiß, es ist nicht so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Nun haben wir dem Papst den Schlüssel auch noch in die Hände gespielt. Aber deswegen geben wir noch lange nicht auf. Wir verfolgen den Papst und seine Freunde, die Ashians, und legen ihnen das Handwerk. Himmlischer Köder, erledigt. Sehr schön. Frei wie ein Vogel. Ihr seht, ich habe nebenbei gleich die ganzen Windätherquellen angeschleppt, während ich gewartet habe. Weil hat trotzdem eine halbe Stunde gedauert. Mit eigenen Waffen. Auch wenn wir den Schlüssel verloren haben. Immerhin haben wir Bismarck besiegt und dadurch fürs Erste den Frieden ins Appalachische Wolkenmeer zurückgebracht. Der Äther, den Bismarck verschlungen hatte, ist wieder in die Umgebung zurückgekehrt. Nun müssen wir den Papst verfolgen. Sid wird die nötigen Vorbereitungen treffen, während wir den Wanu in Ukutsundu von unserem Sieg berichten. Sie machen sich bestimmt Sorgen, wie alles ausgegangen ist. Naja, die werden Assis Lage gesehen haben, also im Endeffekt war es eher ein Beschiss. Warte, da stimmt was nicht. Die Galea. Die Galea. Sie haben die Siedlung unter ihre Kontrolle gebracht. Da war's wieder. Hey, ihr Ratten! Kommt raus da, sonst holen wir euch! Doch keine Wilden? Aber ihr habt hier genauso wenig zu suchen. Das sind dann also wohl die Übeltäter, die unsere Kundschafter auf dem Gewissen haben. Da hatte ich die Ischgarder-Ritter zu Unrecht in Verdacht. Genau wie der Weber sagte, die Kriegerin des Lichts taucht überall zur unpassendsten Zeit auf. Dann ist das diejenige, die Legatus van Belsa schlug? Ja, sie hat den Wolf liquidiert und unsere Invasion abgewendet. Und nun will die Heldin Eorzeas auch nach Azizla. Wenig überraschend. Die Relikte dort sind der Schlüssel zur allagischen Macht. Das zieht eben auch solche Amateurforscher und Weltretter an, wie sie in eurem Bund versammelt sind. Schließlich konnten die Allager die Götzen der Wilden fesseln. Mich interessiert allerdings mehr, wie man die Welt von diesen Parasiten befreit. Das ist doch auch euer Ziel. Ja, das schon. Aber wir benutzen es nicht als Vorwand, um ganz Eorzea zu unterjochen. Mutig, mutig. Mir scheint, du bist dir nicht bewusst, wie ernst deine Lage ist. Betrachte es einmal so. Im Vergleich mit dem Schicksal des Planeten ist es doch nebensächlich, wer die Vorherrschaft in Eorzea innehat. Unsere Aufgabe ist die Unterwerfung der Primae. Deswegen müssen wir auch die ausmerzen, die sie immer wieder erscheinen lassen. Wartet!
Sie haben nichts mit der Beschwörung zu tun. Ein Treffer versenkt. Was? Geht in Deckung! Eure Majestät, wir ziehen uns zurück. Wuff. Wuff. Wir sehen uns wieder, ihr Helden! Das ist also das neue Schlachtschiff der Galea. Und der Kaiser höchstpersönlich leitet die Expedition. Asisla muss von immensem Interesse für ihn sein. Scheint so. So, Leute, bevor es auch weitergeht, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Ciao.